Heute soll es zum einen um eine allgemeine Einführung in diesen Ethiktyp gehen. Zum anderen soll einer der ersten Konsequenzialisten, Utilitaristen, je nachdem wie man sieht, nämlich Jeremy Bentham, etwas genauer beschrieben werden hinsichtlich seiner philosophischen Ethik. Ganz allgemein kann man sagen, Utilitarismus oder Konsequenzialismus sind ein ethischer Grundtyp neben anderen Grundtypen. Es gibt eben noch andere Grundtypen, zum Beispiel die Deontologie. Da ist als Hauptvertreter Immanuel Kant zu nennen. Oben rechts mache ich einen Link dann rein zu einer Folge über seine Ethik. Vertreter des Konsequenzialismus und Utilitarismus sind zum Beispiel auch John Stuart Mill, der ist vor allem bekannt, aber auch der noch lebende australische Philosoph Peter Singer. Der Fokus des Konsequenzialismus liegt, wie der Name schon sagt, auf den Handlungsfolgen. Es gibt verschiedene Spielarten des Konsequenzialismus oder auch des Utilitarismus, den Regelutilitarismus und den Präferenzutilitarismus. Was es dabei genau auf sich hat, werden wir in einer der folgenden Sitzungen noch genauer sehen. Es gibt, wie gesagt, Alternativen zum Konsequenzialismus bzw. Utilitarismus. Die Tugendethik wäre eine alternative Ethik, die den Fokus auf der Handlungsqualität hat oder der Charakterqualität vielleicht genauer, die dieser Handlung zugrunde liegt. Aristoteles wäre hier als ein Hauptvertreter zu nennen. Und die Deontologie, die ich schon kurz mit Verweis auf Immanuel Kant beschrieben habe. Also die konsequenzialistische, utilitaristische Ethik ist nicht die einzige auf dem Markt. Sie muss sich verteidigen gegenüber anderen Ansätzen und sie hat auch in der Geschichte der Philosophie viel Kritik erfahren. Wichtige Begriffe im Kontext des Utilitarismus sind der Nutzen. Das liegt bereits im Wort utilis, lateinisch nützlich. Also es geht um den Nutzen einer Handlung, der zum Kriterium für die Moralität der Handlung wird. Es geht um das Glück der Menschen, vielleicht auch der nichtmenschlichen Tiere, was vergrößert werden soll. Genauso die Lust. Häufig wird hier gesagt, das ist Hedonismus. Glück ist Eudaimonismus und Nutzen ist Utilitarismus. Präferenzen, die Interessen von Lebewesen. Häufig wird auf das Gemeinwohl rekurriert. Das sind mögliche Kriterien, anhand deren man nach utilitaristisch-konsequenzialistischer Auffassung die Moralität einer Handlung bewerten kann oder genauer gesagt messen kann. Der Konsequenzialismus, der bewertet also ganz allgemein die Handlung nach ihren Folgen. Oft steht dabei der Nutzen einer Handlung im Zentrum. Jetzt stellen sich hier zwei Fragen. Einmal die Frage nach der Extension des Nutzens oder der Frage, was fällt unter die Nutzensmaximierung? Wer als Subjekt ist es, dessen Nutzen vergrößert werden soll? Und die andere Frage ist die nach der Bewertung und Perspektive des Nutzens. Also aus welcher Perspektive heraus ist der Nutzen einer Handlung zu bewerten? Aus meiner subjektiven Perspektive, wenn ich eine Handlung plane, dann weiß ich ja noch nicht genau, welcher Nutzen daraus hervorgeht. Oder aus der objektiven Perspektive von außen gewissermaßen, wenn die Handlung schon erfolgt ist. Also, wessen Nutzen zählt bei unserer Handlung? Fällt unter Gemeinschaft, Nutzensgemeinschaft, Menschheit oder auch nichtmenschliche Tiere oder auch Pflanzen, die gesamte Natur? Also, wer ist das Subjekt des Nutzens? Könnte man genauer fragen. Die Perspektive, aus subjektiver Perspektive können wir nur mögliche Handlungsfolgen wollen, planen, voraussehen. Wir wissen aber nie genau, ob die auch wirklich eintreten. Zum Beispiel könnte es sein, dass aufgrund von Willensschwäche oder fehlerhafter Erkenntnis oder Zufällen unsere Handlung vereitelt wird oder in eine andere Richtung geführt wird, die eben gar keinen Nutzen hat oder sogar Schaden anrichtet. Also wir sind in bestimmten Hinsichten nicht völlig autonom, wenn es um die Verwirklichung von Handlung geht. Wir können also genau genommen die moralisch-utilitaristische Bedeutung von Handlungen erst ermessen, wenn sie erfolgt sind und sich eine Weile in der Welt ausgewirkt haben.
Daraus folgt jetzt ein Problem, was man auch ein Paradox nennen könnte. Nennen wir mal die erste Prämisse, die Konsequentialismus-These. Die Moralität unserer Handlung bemisst sich an ihren Folgen. Die Heteronomie-These könnte man nennen, die Handlungsfolgen liegen nicht gänzlich in unserer Hand. Es könnte ja sein, dass da äußere Umstände die Handlungen in einem anderen Licht erscheinen lassen, die Handlungen vereiteln oder transformieren. Und jetzt entsteht eine Art Paradox. Das heißt, die Moralität unserer Handlung bemisst sich, wenn man den Konsequentialismus so versteht, nicht nur an unsere Entscheidung, die den Nutzen betrifft. Wir sind also für etwas verantwortlich, für das wir nicht verantwortlich sind. So könnte man den Konsequentialismus problematisieren, weil wir in einer Spannung uns befinden aus interner Perspektive, die projiziert, die vermutet, die gute Gründe hat für die Annahme, dass seine Handlung gewisse Folgen, die nützlich sind, mit sich zieht, und einer externen Perspektive, die es erst erlaubt, nachdem die Handlung geschehen ist, sie wirklich objektiv zu messen und dingfest zu machen. Da besteht eine Spannung, die man vielleicht sogar auch als ein Paradox bezeichnen könnte. Immanuel Kant hat deswegen, der lebte vor diesen Utilitaristen, in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, da habe ich oben rechts, wie gesagt, einen Link drinne zu seiner Schrift, er hat gegen den Konsequentialismus argumentiert. Er sagt, der gute Wille ist nicht durch das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht durch seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen, das heißt an sich gut und für sich selbst betrachtet, ohne Vergleich, weit höher zu schätzen als alles, was durch ihn zustande kommt. Die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesem Werte des Willens weder etwas zusetzen noch etwas abnehmen. Darin sieht man ganz klar, dass er eine antikonsequentialistische oder genauer antiutilitaristische Stoßrichtung vertritt. Jetzt diskutiert Kant den Fall, dass wir zwar eine moralische Absicht gefasst hatten, gut motiviert waren, dass daraus jedoch keine nützlichen Handlungsfolgen entsprangen. Seiner Auffassung nach sind deswegen die Handlungsfolgen einer Absicht für ihre moralische Bewertung nur äußerlich. Wenngleich, sagt Kant, durch eine besondere Ungunst des Schicksals oder durch kärgliche Ausstattung einer stiefmütterlichen Natur es diesem Willen, diesem guten Willen, gänzlich an Vermögen fehlte, seine Absicht durchzusetzen, wenn bei seiner größten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet würde und nur der gute Wille, freilich nicht etwa als ein bloßer unverbindlicher Wunsch, sondern als die Aufbietung aller Mittel, soweit sie in unserer Gewalt sind, übrig bliebe, so würde er, der gute Wille, wie ein Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat und nicht äußerlich. Die Nützlichkeit oder Fruchtlosigkeit kann diesem Werte des moralischen Willens weder etwas zusetzen noch abnehmen, sie würde gleichsam nur die Einfassung sein, um ihn im gemeinen Verkehr besser handhaben zu können oder die Aufmerksamkeit derer, die noch nicht genug Kenner sind, auf sich zu ziehen, nicht aber, um ihn Kennern zu empfehlen und seinen Wert zu bestimmen. Das ist natürlich eine ziemlich, ja, provokative These, die Kant hier vertritt. Ja, jetzt kann man hier natürlich weiter problematisieren. Immanuel Kant hat nämlich auch gewisse Probleme, die seine Ethik betreffen. So könnte man jetzt die Deontologie-These nennen, gut ist nur ein guter Wille, unabhängig von seinen Handlungsfolgen. Das ist das, was Kant im vorherigen Zitat gesagt hatte. Jetzt gibt es die Heteronomie-These, wir haben die Folgen einer Handlung nicht in der Hand. Die hatten wir auch schon beim Konsequentialismus gesehen. Und auch daraus entspringt eine Art Paradox. Also ist selbst nach Kant eine Welt, in der nur gute Willen existieren, aber keine nützlichen Handlungen daraus resultieren, besser als eine Welt, in welcher weniger gute Willen existieren, jedoch zahlreiche nützliche Handlungsfolgen entstehen. Also selbst eine Welt, in der es überhaupt zu keinen guten Handlungen kommt, wäre nach Kant eine perfekte Welt vielleicht, perfekt vielleicht nicht, aber zumindest gute Welt, wenn ihr viele gute Willen zugrunde liegen, die aus welchen Gründen auch immer eben nicht zur Handlungsfolge kommen können, weil durch irgendwelche Umstände
die Realisierung des Willens aller Subjekte zur gleichen Zeit verhindert wird. Das ist jetzt natürlich nur ein Gedankenexperiment, aber man muss sich das mal so konsequent vorstellen. Das Problem der Deontologie besteht also in unserer starken Intuition, dass ein guter Wille einen kausalen Unterschied in der Welt bewirken muss. Das heißt, dass zum moralisch Guten immer auch eine Veränderung in der Welt gehören muss. Es darf nicht nur dasjenige gut genannt werden, was intrinsisch in sich bleibt, was nicht nach außen hin gerichtet ist. Und das ist ein Problem, das gerade der Konsequenzialismus ernst nimmt. Von Erich Kästner stammt der Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, der gerade dieses Problem bezeichnet. Also es geht darum, dass man irgendwas greifbar, sichtbar in der Welt kausal erleben, spüren, sehen, fühlen kann. Nur dann können wir wirklich von etwas moralisch Gutem reden, wenn es auch Folgen hat. Und diese Einsicht, die hat Jeremy Bentham sehr ernst genommen. Er hat eine Schrift verfasst, eine Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung aus dem Jahr 1780 bzw. 1789. Und nach seiner Anthropologie werden wir Menschen nur durch Leid und Freude zum Handeln motivieren. Er nennt das das Nutzensprinzip und darauf basiert seine gesamte konsequenzialistische Theorie. Und sein System, sein ethisches System setzt sich zum Ziel, das Gebäude der Glückseligkeit durch Vernunft und Recht zu errichten. Auch Kant hat ein System entwickelt, eine Metaphysik der Sitten. Und er versucht auch, das Gebäude dieses Systems zu entwickeln, aber nur durch Vernunft und nicht mit Blick auf die Glückseligkeit. Die hat keine Bedeutung. Unter Nutzen versteht Bentham eine Eigenschaft eines Gegenstandes beziehungsweise seine Tendenz, Zitat, Nutzen, Vorteil, Freude, Gutes oder Glück hervorzubringen oder zu verhindern, dass es nicht zu Nutzen, nicht zu Vorteil, nicht zu Freude, nicht zu Gutem, nicht zu Glück kommt. Und das nennt er Schaden, Leid, Übel oder Unglück. Es handelt sich beim Nutzen also mathematisch gesprochen um einen Nutzenbetrag. Die Verminderung von Leid zu einem Normalzustand hin und die Erhöhung des Glücks vom Normalzustand hinauf sind betragsmäßig gleich zu bewerten, wenn sie dieselbe Richtung haben, nämlich einen schlechteren Zustand, einen relativ gesehen schlechteren Zustand zu verbessern, zu einem Optimum hin zu überführen. Jetzt spricht Bentham von einem Gesetz oder Gebot des Nutzens, welches für unsere Handlung normative Geltung hat. Jetzt könnte man meinen, dass Bentham hier eigentlich eine deontologische Ethik vertritt, weil er ja eine gewisse Nähe darin hat. Wenn man sieht, Kant sagt, wir sollen so handeln, dass unser Wille zu einem allgemeinen Gesetz werden könnte. So kann man sich manchmal die deontologische Ethik vorstellen, als ob es darum gehe, möglichst viel Nutzen für die Welt zu erzeugen. Das ist aber nicht korrekt. Es geht Immanuel Kant nicht darum, dass der Wille einen großen Nutzen hat, sondern es geht ihm nur darum, dass der Wille vernünftig ist und verallgemeinerbar ist, ohne Widerspruch, unabhängig von irgendwelchen Konsequenzen. Wir haben gesehen, warum. Das heißt, Kant geht es nur um die Form der Maximen, nicht aber um deren Inhalt und auch nicht um die Konsequenzen der Handlungen, denen diese Maximen zugrunde liegen. Kants kategorischer Imperativ fordert nichts Konkretes, wie wir die Vergrößerung von Nutzen, sondern nur, dass unsere Maximen sich nicht widersprechen. Ja, jetzt unterscheidet Bentham vier Quellen oder auch, wie er es nennt, Sanktionen, die Grund und Ursache von Freud und Leid sind. Physisches, wie zum Beispiel Schmerz und Krankheiten. Natürlich die Vermeidung von Schmerz und Krankheiten, also körperliche Freude. Politisches, im negativen Sinne ist es zum Beispiel staatliche Bevormundung. Moralisches, man könnte sich hier Beleidigung vorstellen. Und religiöses. Und er hat auch vier Kriterien entwickelt, um die Quantität, muss man genauer genommen sagen, im Sinne von Intensität der Freude und Leid zu messen. Intensität, Dauer, Gewissheit oder Ungewissheit, Nähe und Ferne von Freude oder Leid. Das sind alles objektiv feststellbare Qualitäten, die eine Freude oder ein Leid haben kann, mit denen wir sozusagen rechnen können. Jetzt unterscheidet er hier 14 Arten von Freuden,
Sinnesfreuden, Freuden des Reichtums, Freuden der Kunstfertigkeit und so weiter und so fort. Ein auf ihn folgender Denker, John Stuart Mill, hat kritisiert, dass Bentham hier gar keine qualitative Hierarchie vorgenommen hat. Alle Freuden werden hier gleich behandelt. Dabei könnte man sagen, dass vielleicht die eine Freude, wie zum Beispiel die Freude der Freundschaft, vielleicht höher zu werten ist als die Freude der Macht, weil sie eine moralischere Qualität hat und nicht nur irgendwie auf Äußerlichkeit gerichtet ist. Genauso nennt Bentham einige Arten von Leid, das Leid der Entbehrung, die Sinnesleiden, letztendlich ziemlich analog zu den Freuden. Auch hier kann man sich fragen, ob vielleicht nicht doch das eine Leid, ja, moralisch gesehen problematischer ist als das andere. Das war's für die heutige Sitzung. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie John Stuart Mill die Theorie von Bentham kritisiert und in seiner Theorie des Utilitarismus eine alternative Konzeption von Ethik entwickelt.